بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen inshallah ta'ala heute unsere Reihe fortführen über die Zeichen des jüngsten Tages. Heute werden wir inshallah auf einige Zeichen eingehen, die wahrscheinlich noch nicht eingetreten sind von den kleinen Zeichen des jüngsten Tages. Und ich möchte aber noch einmal, kurz bevor wir damit beginnen, inshallah, auf ein Thema eingehen, was mich heute auch sehr bedrückt hat. Und zwar, wir kommen gerade von einem Aza, das heißt von einer Trauerfeier, von unserem Bruder Samir. Das ist ja der Leiter des IJBs, des Islamischen Jugendzentrums Berlin. Und seine Nichte, die Tochter seiner älteren Schwester, ist leider diese Woche verstorben. Ist gerade 11 Jahre alt geworden. Vor 4 Tagen, wenn ich es richtig verstanden habe, vor 3 Monaten ist sie 11 Jahre alt geworden, leidet seit circa 5 oder 6 Jahren, ich weiß es nicht genau, an einer Krankheit und subhanallah ta'ala, er hat sie jetzt diese Woche, Anfang dieser Woche, ich glaube es war Montag gewesen, zu sich zurückgerufen. Und das hat einen wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht. Weil subhanallah, das zeigt erstens, dass viele Dinge, die wir als selbstverständlich achten, alles andere als selbstverständlich sind. Gesundheit, gesunde Kinder, die größten Gnaden, die man eigentlich haben kann, sehen wir als etwas Normales an. Aber wenn man dann so etwas sieht, dann merkt man, das ist alles andere als normal. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-farah. Es gibt 2 Gnaden, in denen sich viele Menschen täuschen. Gesundheit und Freizeit. Erst wenn du die Gesundheit verlierst, oder wenn du, la qaddarallah, kein gesundes Kind hast, dann weißt du, was Gesundheit bedeutet, subhanallah. Und man kann wirklich Allah nicht genügend danken, wenn man gesund ist, gesunde Kinder hat, gesunde Familienangehörige hat. Es gibt keine größere Gnade. Und wenn man sich das nochmal vor Augen hält und dann überlegt, okay, ich habe vielleicht Probleme im Leben, die jeder hat, aber am Ende sind diese Probleme nichts zu diesen grundlegenden Problemen, dass man nicht gesund ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir durch den Kopf geht dabei, ist, wie schnell der Tod eintreten kann und eintreffen kann. Und dass der Tod keinen Halt macht vor einem jungen Menschen, 11-jähriges Mädchen, doch das ganze Leben vor sich, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie zu sich gerufen. Und das zeigt mir, wenn Allah ta'ala ein unschuldiges, kleines Kind in diesem Alter zu sich nimmt, was noch alles vor sich hat, sein gesamtes Leben, dann gibt es keinen Grund, warum ich nicht auch jeden Moment zu meinem Schöpfer zurückkehren könnte. Also besser als ein 11-jähriges Kind werde ich niemals sein, weil ich Sünden habe, und ein 11-jähriges Kind hat keine Sünden zu haben. Und deswegen, ich weiß nicht, wann der Tod kommt. Er kann plötzlich kommen. Er kann schnell kommen. Und deswegen sollte ich als Muslim immer bereit sein. Bereit sein für diesen Moment, wo ich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren werde. Und es ist so unglaublich wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir uns immer wieder mit diesen Dingen beschäftigen. Und Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala uns immer wieder Zeichen gibt. Zeichen, die um uns herum sind, die uns nicht direkt betreffen. Und wo du noch einmal wirklich in dich kehren kannst. Allah Ta'ala, er sagt dir, schau mal, das ist dem passiert. Das gleiche könnte dir auch passieren. Sei also bereit. Sei bereit, dafür zu Allah zurückzugehen. Sei dankbar für all die Gnaden, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala dich überhäuft hat.
Schau niemals auf diejenigen, die über dir sind. Schau immer auf diejenigen, die unter dir sind. Weil das wird dir dabei helfen, die Gnaden Allahs dir gegenüber zu schätzen. Viele Menschen schätzen das nicht. Viele Menschen denken, ach, ich habe so wenig, mir geht's nicht gut. Ich kann nicht so oft in den Urlaub gehen wie die anderen. Das sind unsere Probleme. Ich kann nicht so oft in den Urlaub gehen wie die anderen. Ich kann mir nicht diesen teuren Restaurantbesuch leisten wie meine Freundin auf Instagram. Ich kann mir nicht denselben teuren Wagen leisten wie mein hier Freund, in Anführungsstrichen, auf Instagram. Meine lieben Geschwister, Wallahi, das alles ist Dunya, ist nichts wert. Ist vergänglich. Und egal, wie wenig ich von dieser Dunya habe, wenn ich gesund bin, gesunde Kinder habe, ich habe immer noch mehr als viele, viele andere Menschen auf dieser Welt. Das sind so einige Gedanken, die ich nochmal mit euch teilen wollte, inshallah, bevor wir mit unserem heutigen Thema beginnen. Weil ich glaube, dass wir immer wieder diese Ermahnung benötigen. Kommen wir inshallah nun zu unserem heutigen Thema. Wir wollen uns mit einigen Zeichen beschäftigen, von den kleinen Zeichen, welche wahrscheinlich noch nicht eingetreten sind. Wir hatten ja die ganze Zeit jetzt uns mit kleinen Zeichen beschäftigt gehabt, die eingetreten sind und sich nicht wiederholen werden. Oder Zeichen, die eingetreten sind und sich wiederholen oder immer noch andauern. Oder gerade momentan geschehen in unserer Zeit. Und jetzt, inshallah ta'ala, wollen wir uns mit Zeichen beschäftigen, welche wahrscheinlich noch nicht eingetreten sind. Und manche dieser Zeichen sind sehr kryptisch. Das heißt, man fragt sich so, was könnte damit genau gemeint sein? Und hier müssen wir uns noch einmal an eine Sache zurückerinnern, die wir erwähnt haben. Nur weil wir eine Sache jetzt nicht verstehen, heißt es nicht, dass sie nicht eintreffen wird. Nur weil wir eine Sache jetzt nicht nachvollziehen können, bedeutet es nicht, dass die Menschen, die das erleben werden, dann sofort erkennen werden. Sie werden es sofort erkennen, wenn sie in dieser Zeit leben, wo genau das geschehen wird. Und dann werden die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam plötzlich klar sein, deutlich sein. Du musst sagen, subhanallah, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das beschrieben hat. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, die Zeit wird kürzer, da haben sich die Leute damals bestimmt gefragt, was könnte er damit gemeint haben, wie kann die Zeit kürzer werden? Wie geht das? Ja, werden plötzlich 24 Stunden zu 23 Stunden oder 23 Stunden? Was heißt das? Heutzutage verstehen wir das. Als der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, ein Jahr wird wie ein Monat sein, haben sich die Menschen das nicht wirklich vorstellen können. Vielleicht haben sie gedacht, das ist wortwörtlich zu verstehen. Also ein Jahr wird zusammengepresst zu einem Monat. Aber jetzt verstehen wir die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weil wir nämlich merken, ein Jahr fühlt sich wirklich wie ein Monat an. Ich meine, wir sind ja schon im Monat März. Wir sind ja schon im Monat März, schon in unserem Wort, subhanallah. Ja, und wir haben das Gefühl, wir sind gerade noch Anfang des Jahres. Das ist unglaublich. Und genauso müssen wir also auch mit diesen Zeichen umgehen, über die wir jetzt sprechen werden, inshallah. Einige Dinge können wir vielleicht nicht ganz verstehen. Aber sie werden eintreten, wenn dieser Hadith wirklich authentisch ist. Wenn dieser Hadith wirklich authentisch ist, wovon wir ausgehen. Aber auch wenn ein Hadith authentisch ist, besteht immer die Möglichkeit, zu einem bestimmten Prozentsatz, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das nicht gesagt hat. Und deswegen vielleicht noch einmal vorweg, vielleicht ein kleiner Exkurs, bevor wir zurückkommen zu unseren Zeichen, weil das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Wir Muslime oder die Hadith-Gelehrten, sie haben unterschieden zwischen zwei Kategorien von Überlieferungen. Bezüglich der Anzahl der Überlieferer in jeder Überlieferer-Generation. Bezüglich der Anzahl der Überlieferer in jeder Überlieferer-Generation. Und sie haben oft gezeigt, dass nur eine der beiden Kategorien absolute Gewissheit nach sich zieht. Während die andere relevator von nach sich zieht. Und relevator von bedeutet, dass ich ziemlich sicher bin, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Obwohl die Überlieferung authentisch ist. Was sind denn diese beiden Kategorien? Wie nennen wir diese beiden Kategorien? Die eine führt zu absoluter Gewissheit, dass der Prophet das gesagt hat. Genauso wie der Koran, bei dem ich mir absolut sicher bin, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart, wo es sich um die Worte Allahs handelt.
Weiß jemand von euch, wie man diese beiden Kategorien nennt? Mutawatir und Ahad. Mutawatir und Ahad. Mutawatir bedeutet, dass eine Überlieferung in jeder überlieferten Generation, das heißt ab den Sahaba über die Tabi'in und die Tabi'i-Tabi'in, von mindestens so vielen Menschen überliefert wurde, dass man ausschließen kann, dass sie sich auf eine Lüge hätten einigen können. Nochmal, in jeder Generation von Tradierern oder Tradenten, ja, waren so viele Gewährsmänner, Tradenten, beteiligt gewesen an dem Überlieferungsprozess, dass ich zu 100% sagen kann, diese Überlieferung geht wirklich auf den Propheten zurück, sondern auch weiter. Ich habe es, glaube ich, schon mal hier erklärt. Wenn ihr heute, ihr alle nach Hause geht und sagt, Felix hat einen Vortrag gehalten zum Thema Zeichen des jüngsten Tages. Ihr kennt euch ja, Brüder, Schwester, manche kennen sich nicht. Und ihr sagt alle gemeinsam, dass ich das erzählt habe, was kann man dann sagen? Das ist mutawatir, das heißt, es ist absolut gewiss. Das kann, macht keinen Sinn, dass all die Leute sich das selber ausdenken. Wenn aber jetzt nur zwei oder drei Personen das erzählen, dann habe ich diese hundertprozentige Gewissheit nicht. Das könnte sein, sie haben es abgesprochen, sie haben sich geirrt. Selbst wenn sie vielleicht vertrauenswürdig sind, kann immer irgendwas sein. Und deswegen nochmal ganz wichtig, damit wir das verstehen, ja, auch wenn wir hier authentische Überlieferung haben, es besteht immer die Möglichkeit, dass sich vielleicht ein Überlieferer geirrt. Auch wenn wir davon ausgehen müssen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Und deswegen das auch als Aqide, das heißt als einen Glaubensaspekt verinnerlichen. Als einen Glaubensaspekt verinnerlichen und das auch so akzeptieren können. Kommen wir nun inshallah ta'ala zu den Zeichen. Und zwar das erste Zeichen, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein Zeichen, bei dem es um den Regen geht. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا يكن منه بيوت المدر ولا يكن منه إلا بيوت الشعر. Eine Überlieferung, die wir bei Imam Ahmed vorfinden. Die Stunde wird nicht eintreten, ehe Regen vom Himmel herabkommt, vor dem Häuser aus Stein keinen Schutz bieten werden. Nichts wird vor ihm Schutz bieten, außer Häusern aus Kamelhaar. Könnte man sich natürlich überlegen, okay, was ist damit gemeint? Ist damit eine Art Umweltverschmutzung gemeint, wo es sauren Regen gibt, den die Steine nicht ertragen, während Fell vom Kamel dann sozusagen dies ertragen und daran nicht zugrunde gehen? Könnte sein. Könnte aber eventuell auch gemeint sein mit Regen, ich habe das heute in einem Vortrag gehört, ich habe mal geguckt, was es da für Meinung gibt, dass vielleicht hier gar nicht Regen als Regen gemeint ist, sondern als eine Art Strafe, welche Menschen betreffen wird, welche eher in Städten leben, aber nicht Menschen, welche eher abseits von den Städten leben, weil sich nämlich gerade in Städten auch das Unheil stärker verbreitet als außerhalb von Städten. Weil nämlich mit Mahar im Koran in der Regel immer was gemeint ist? Immer eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Also könnte es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gar nicht wirklich Regen meint, sondern eher eine Art Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine interessante Meinung, aber wir wissen es nicht wirklich. Wir können es nicht wirklich sagen. Und solange dieses Zeichen nicht wirklich eingetreten ist, wissen wir das auch nicht. Was können wir aber daraus lernen für uns ganz persönlich? Erstens können wir daraus lernen, dass wir als Muslime grundsätzlich, wenn wir diese Interpretation mal akzeptieren, dass damit Städte gemeint sind, dass wir als Muslime grundsätzlich darauf bedacht sein sollten, nur
uns an Orten aufzuhalten, welche uns in unserem Iman stärken und uns vor Orten in Acht zu nehmen und zu distanzieren, welche uns in unserem Iman schwächen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich als Muslim bin auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, wo ich lebe und wo auch meine Kinder leben und aufwachsen. Und das spielt eine sehr wichtige Rolle. Wenn ich an einem Ort lebe, wo nur schlechte Menschen sind, wo die Kinder auf eine Schule gehen, wo sie nur schlechte Freunde kennenlernen werden, dann wirkt sich automatisch auf mich und meine Kinder aus. Und ich trage in gewisser Weise, wenn ich die Möglichkeit hätte, diesen Ort zu verlassen und zu wechseln, eine Verantwortung dafür, dass ich und meine Nachkommenschaft eventuell vom richtigen Weg abkommen. Und manchmal ist es notwendig, auch den Ort zu wechseln. Und wir haben hier eine sehr schöne Überlieferung unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar die Überlieferung von dem Mann, der 99 Menschen getötet hat. Was wurde ihm denn gesagt von dem Gelehrten, nachdem er dann auch noch den Hundertsten getötet hat? Und er dann wieder zu einem Gelehrten ging und fragte, ja, kann ich bereuen? Er sagte, ja, du kannst bereuen. Was hat er zu ihm aber gesagt? Was meinte er zu ihm? Er muss den Ort wechseln, an dem er sich befindet. Weil dieser Ort ein schlechter Ort ist. Mit schlechten Menschen. Und er soll zu dem und dem Ort, er hat ihn sogar den Ort genannt. Weil dort gute Menschen leben. Schaut mal nicht. Wie sehr das die Menschen beeinflusst. Und er machte sich auf den Weg, und wir kennen die Geschichte, Allah hat ihn vergeben. Ebenso, was ganz wichtig ist. Was wir daraus entnehmen können. An welchen virtuellen Orten ich mich aufhalte. Ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt viele Muslime, die machen den Fehler, die gucken sich auf YouTube Videos an. Und ich rede jetzt gar nicht über schlechte Inhalte und so, die ohnehin, wo es verboten ist. Ich rede jetzt sogar über Sachen, die vielleicht ihre Religion betreffen, welche aber Zweifel in ihrem Glauben bringen. Die schauen sich Videos an von Missionaren oder von Leuten, die versuchen, den Islam zu widerlegen und denken, ich höre mir das mal an, weil ich bin so und so gefestigt in meiner Religion. Und dann hören sie sich das an und sie werden immer schwächer in ihrem Iman und fangen an, Zweifel zu entwickeln. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, man darf bestimmte Bücher und bestimmte Inhalte gar nicht lesen, wenn man ein Laie ist. Sondern man darf dies nur lesen, wenn man wirklich sich darauf spezialisiert hat. Warum haben die früheren Gelehrten gewarnt, beispielsweise vor den Büchern der Philosophie? Nicht, weil Philosophie an sich schlecht ist, sondern weil vieles dort stand, was die Menschen nicht verstehen und was Zweifel in einem Menschen wecken könnte, der nicht wirklich gefestigt ist. Und das passiert auch wirklich so klar. Und ich kenne selbst Leute, die wirklich praktizieren waren und die regelmäßig auf solche Seiten ganz und vom Islam abgefüllt sind. Heißt das, der Islam schwach ist? Nein, im Gegenteil, es gibt auf alles eine Antwort. Alhamdulillah. Nur das Problem ist, du bist nicht gewappnet. Und deswegen achte darauf, an welchen Orten du dich aufhältst. Ob in der realen Welt oder auch in der virtuellen Welt. Weil alles hat einen Einfluss auf dich. Ja? Das ist eine Sache, die wir vielleicht aus dieser Interpretation dieses Hadithes entnehmen können. Wenn wir sagen, dass damit ja, die Städte gemeint sind, während ja, dieser Regen, die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala, die Menschen, die abseits der Städte leben, nicht wirklich treffen wird, weil sie noch ein einigermaßen anständiges Leben führen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Eine andere Lehre, welche wir daraus entnehmen können, und nicht nur daraus, sondern auch aus dem zweiten Zeichen, was wir jetzt erwähnt haben, was ebenfalls mit dem Regen zu tun hat. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes in der Überlieferung bei Imam Ahmad. Und zwar, لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا ولا تنبت الأرض شيئا ولا تنبت الأرض شيئا. Die Stunde wird nicht eintreten, ehe die Menschen sehen werden, wie es überall regnet, die Erde jedoch nichts hervorsprießen lässt. Also es wird viel Regen geben, aber es kommt nichts aus der Erde. Und das ist diese zweite Lehre, also die auch dann vielleicht den ersten Hadith, den wir gerade erwähnt hatten, erklärt,
ist vielleicht damit ein Regen gemeint ist, der sauer ist. Ein Regen, der verseucht ist. Ein Regen, der nicht dazu führt, dass Pflanzen aus der Erde sprießen, sondern ganz im Gegenteil, der dazu führt, dass die Erde auch noch verseucht wird. Und das ist dann eine weitere Lehre, die wir daraus ziehen können, nämlich, dass wir als Menschen grundsätzlich auch verantwortlich sind für unsere Erde, für unsere Mutter Erde. Und dass unser Handeln auch Konsequenzen hat für uns jetzt, aber auch für die nachfolgenden Generationen. Und dass wir dafür auch eine Verantwortung tragen gegenüber den kommenden Generationen und gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir nicht sagen können, wir können einfach so leben, wie wir es wollen. Die Erde verschmutzen und dann aber dafür sorgen, dass am Ende alle Menschen und die nachfolgenden Generationen darunter leiden werden. Nein, wir tragen als Muslime eine Verantwortung. Und Allah ta'ala, er spricht hierüber in einer Ayah zum Koran, in einer sehr schönen Weise. Nämlich sagt, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Unheil hat sich breit gemacht und ist zum Vorschein gekommen. Auf dem Festland und auf dem Meer. Aufgrund dessen, was die Menschen mit ihren Händen erworben haben. Und dazu gehört jegliche Form von Unheil. Jegliche Form von Unheil. Auch Umweltverschmutzung gehört dazu. Und dann sagt Allah Ta'ala, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Um sie einen Teil von dem, was sie getan haben, kosten zu lassen. لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ. Damit sie zurückkehren können. Damit sie daraus lernen. Und leider ist vieles teilweise zu spät. Das muss man auch ganz offen sagen. Und wir tragen auch ebenfalls als Muslime eine Verantwortung für diesen Bereich. Und in einer dritten Überlieferung spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls ja, über diesen Regen, der keinen Nutzen haben wird. Es wird zwar regnen, aber die Menschen werden trotzdem nichts zu essen haben. Also Regen, der keine Baraka hat. Regen, der keinen Segen hat. Das zeigt noch einmal. Ja, natürlich, es kann Regen geben, aber wenn Allah Ta'ala keinen Segen in diese Sache legt, dann wirst du davon nicht profitieren können. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, eine Hungersnot ist nicht die Folge von mangelndem Regen, sondern es kommt zu einer Hungersnot, wenn es regnet, die Erde jedoch nichts hervorbringt. Allahu Akbar. Wenn Allah Ta'ala die Gesetzmäßigkeit dieses Universums außer Kraft setzen möchte, dann tut er das. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Lehre, auch für mich selbst, in meinem Alter. Und zwar, ich kann zwar vielleicht viel Materielles besitzen und trotzdem davon nichts haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache nicht segnet. Schau mal, der Prophet sagt, es kann regnen. Ja, und trotzdem leiden die Menschen Hunger, weil der Regen nichts bringt. Vielleicht bezieht sich das auch auf die Zeit des Dajjal. Wir werden noch auf den Dajjal zu sprechen kommen. Wir wissen ja nicht, der Prophet sagt ja nicht genau, wann das sein wird. Es kann auch sein, dass es in der Zeit des Dajjal ist. Weil wir werden noch sehen, inshallah ta'ala, vieles deutet darauf hin, dass der Dajjal in einer Zeit kommt, wo es vielleicht sogar schon zu einem Atomkrieg gekommen ist. Es gibt da sehr, sehr interessante Interpretationen, auf die wir noch eingehen werden, inshallah ta'ala. Und die aktuellen Ereignisse in der Ukraine, ja, die machen einem schon ein wenig Angst. Ja, und wir sprechen wieder von Aufrüstung in Deutschland. Ja, Deutschland, was ja jahrzehntelang ja, so etwas tabuisiert hat. Und ja, kann nie wissen, wann es plötzlich dann vielleicht, möge Allah uns davor bewahren, Rabbil Alamin, unsere nachkommenden Generationen, dann zu solch einem Atomkrieg kommt, der alles zerstören wird. Und vielleicht beziehen sich diese Hadithe auch auf die Zeit des Dajjal. Wir wissen es nicht. Wo es vielleicht dann zu so einer Zeit kommen wird, ja, und viele sagen, das wird nach einem Atomkrieg sein, wo es zwar regnen wird, aber alles verseucht ist und dementsprechend nur Todes aus der Erde kommt. Und die Menschen Hunger leiden werden, weil sie nichts essbar sind. Ich kann mich auch erinnern an Challenger, der Subhanallah, kann mich selber erinnern, da war ich 8-9 Jahre alt gewesen. Und da mussten wir ja, Pulvermilch kaufen. Also wir durften keine Milch mehr benutzen, keine flüssige Milch. Aus meiner Generation sind, ja, die kennen das noch, ja, wirklich pulverisierte Milch, weil die Milch verseucht gewesen war.
Ja, so etwas Selbstverständliches wie Milch konnte mir niemand trinken. Ja? Weil es alles verseucht gewesen war. Und vielleicht bezieht sich das auch auf diese Zeit. Aber hier noch einmal ganz, ganz wichtig. Am Ende kommt es immer auf was an? Auf die Baraka von Allah. Auf den Segen. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, es kommt nicht darauf an, wie viel du hast. Es kommt darauf an, ob Allah Ta'ala das, was du hast, segnet oder nicht. Wie viele Menschen gibt es, die haben Millionen, aber profitieren nicht wirklich davon? Sie können es gar nicht ausgeben. Sie sind die ganze Zeit beschäftigt mit irgendwelchen Dingen und profitieren nicht wirklich davon. Wie viele Menschen haben Restaurants, ja, wo sie Haram verkaufen und dann auch viel Geld verdienen, tausende Euro am Tag, und trotz alledem mit dem Geld nichts anfangen können, weil Allah subhanahu wa ta'ala das nicht gesegnet hat. Im Gegenteil, dass sich sogar negativ auswirkt auf sie selbst. Sie sind die ganzen Beschäftigten immer im Stress, auf die Familie, auf die Kinder. Sie sehen ihre Kinder nicht mehr, etc. Ihre Kinder kommen vom richtigen Weg ab. All das sind Dinge, die Haram-Mittel verursachen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala keinen Segen in eine Sache legt, dann kannst du noch so viel von dieser Sache haben. Du wirst davon nicht profitieren können. Und das ist eine Sache, die wir uns immer vor Augen halten müssen. Kommen wir insha'Allah ta'ala nun zum nächsten Zeichen. Und zwar, und das ist eindeutig noch nicht entstanden, also es ist erschienen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass der Euphrat Al-Furat einen Berg aus Gold freilegen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt: La taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-Furat an jabalin min dhahab yaqtatilu an-nasu alayhi fayuqtalu min kulli 199 wa yaqulu kullu rajulin minhum لعلي أكون أنا الذي أنجو الله. Die Stunde wird nicht eintreffen, ehe das Wasser des Euphrat, der Fluss im Iran, einer der beiden Flüsse im Iran, die Tigris und Euphrat, ehe das Wasser des Euphrat entschwindet und daraufhin ein Berg aus Gold erscheint, um dessen Willen sich die Leute gegenseitig bekämpfen werden. Jetzt hört mal zu. Von 100 Menschen werden jeweils 99 getötet werden. Die werden sich gegenseitig eliminieren wegen des Goldes. Doch jeder wird sagen, vielleicht bin ich derjenige, der den Kampf überlebt. Subhanallah, unglaublich, das macht einem Angst. Ein Berg aus Gold. Bisher haben wir kein Gold dort gefunden. Manche sagen, ich habe das jetzt im Internet so ein bisschen recherchiert, dass das Wasser des Euphrat immer, der Wasserspiegel immer niedriger wird. Allah war nicht, das ist kein wissenschaftliches Studium gewesen oder so. Kann ich, ich weiß es nicht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es wird diese Zeit kommen, wo plötzlich ein Goldschatz, ja ein Berg aus Gold im Euphrat freigelegt wird. Und die Menschen werden sich gegenseitig umbringen, um dorthin zu gelangen. Und derjenige zu sein, der dann das Gold behalten kann. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er beschreibt es nochmal in einer anderen Überlieferung. Er sagt, bald wird der Euphrat einen Berg aus Gold freigeben. Wenn dies die Menschen hören, werden sie zu ihm hinein, alle Bedingungen. Und jene, die anwesend sein werden, werden sagen, überlassen wir es den Leuten, werden sie davon nehmen und sich alles zu eigen machen. Sie werden darum kämpfen und von 100 werden 99 getötet. Und deswegen, was ist die Nasiha des Propheten zu Hause? Was sagt er zu uns? Sollen wir uns auf Himmel geben, wenn wir davon hören? Nein, genau das Gegenteil sollen wir tun. Und er sagt es sallallahu alaihi wa sallam, wer zu dieser Zeit anwesend ist, soll nichts davon an sich nehmen. Bleibt fair. Subhanallah. Wer zu dieser Zeit anwesend ist, soll nichts an sich nehmen. Alle Menschen werden hinein. Alle Menschen wollen etwas von diesem Schatz abhaben. Alle Menschen denken, sie werden diejenigen sein, die dann diesen Schatz an sich nehmen können. Aber am Ende wird es vielleicht nur eine Person sein oder einige wenige. Alle anderen werden scheitern. Und das zeigt uns noch einmal, wie gefährlich dieser Schmuck des diesseitigen Lebens sein kann, wenn ich nur noch für ihn lebe. Allah Ta'ala erwartet es davon.
Und er sagt, El-Mal wal-Banun Zina. Vermögen und Kinder sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Es ist eine Fitne. Eine Fitne, welche den Menschen in die Irre führen kann, wenn er nichts anderes mehr sieht. Er sieht nur noch was? Er sieht nur noch das Geld, er sieht nur noch das Vermögen, er sieht nur noch das Blitzen und den schönen Anblick des Goldes. Das ist das Einzige, was er sieht. Er vergisst alles um sich herum. Und davor warnt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Diener und zu einem Sklaven des Geldes. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar. Zugrunde gehen wird der Diener der Goldmünze. Ta'isa abdu dirham. Zugrunde gehen wird der Diener der Silbermünze. Ta'is und tekis. Zugrunde gehen wird er und er wird auf seine Ferse fallen. Und wenn er gestochen werden sollte, so soll dieses Dorn nicht herausgezogen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verflucht solch einen Menschen, der blind geworden ist aufgrund des Geldes und des Goldes und aufgrund dieser Dunya. Deswegen, ja, Gold und Geld und Vermögen sind Dinge, mit denen ich viel Gutes machen kann. Solange sie in meiner Hand sind und nicht in mein Herz gelangen. Aber sobald sie in mein Herz gelangen, wird es sehr gefährlich. Und kann es verheerende Folgen auf mich als Mensch haben. Und wie viele Menschen haben ihre Religion schon wegen des Geldes verkauft? Wir sehen das heute mit eigenen Augen. YouTuber, Instagramer, muslimische. Die muslimische anfangen und dann merken, ah, ich kann größer werden, wenn ich dann noch das und jenes tue und an bestimmten Grenzen überschreite, weil man verdient ja damit Geld. Sehr viel Geld. Und irgendwann einmal kommt sie ganz vom Geld ab. Hauptsache, ich habe Geld. Hauptsache, ich werde reich. Hauptsache, ich verliere mein Geschäft nicht. Was ist mit den Grenzen Allahs? Alles egal. Mein Maßstab ist das Geld. Wie verdiene ich Geld? Das ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und davor muss ich mich in Acht nehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns genau vor dieser Versuchung des Vermögens gewarnt. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns diese Überlieferung noch was anderes auf. Und zwar, dass die Menschen bereit sind, viel Geld über Leichen zu geben. Sie sind bereit zu töten, nicht nur einfach eine Grenze zu überschreiten, sie sind bereit umzubringen, zu töten. Und das ist subhanallah eine Sache, die ich wirklich öfters schon erlebt habe. Dass du manchmal wirklich sogar bei praktizierenden Muslimen siehst, wie sie, wenn es um Geld geht, alle islamischen Gebote und Vorsätze komplett vergessen. So erzählen sie keine Muslime. Es ist ihnen alles egal. Sie sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bereit, über Leichen zu gehen. Es gibt Menschen, die sind bereit, über Leichen zu gehen. Ja? In ihrer eigenen Familie, wenn es um das Erbe geht. Wie viele Familien werden gespalten? Und zwar komplett auseinandergerissen wegen ein paar tausend Euro. Wo sich die ganze Familie streitet, der Bruder redet nicht mehr mit seinem Bruder, die Schwester redet nicht mehr mit ihrer Tante. Wegen ein paar hundert Euro. Also man ist wirklich bereit, alles zu zerstören wegen des Geldes. Und deswegen nehmt euch nach davor. Bleibt lieber fern. Wenn die Menschen anfangen, sich um die Dunya zu streiten, dann halt euch lieber fern. Versucht du lieber jemand zu sein, der auszustehen ist und das Ganze von Weitem beobachtet. Und sei nicht mittendrin. Dann das nächste Zeichen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat und was so noch nicht ganz eingetreten ist, aber langsam die Anzeichen zum Vorschein kommen, dass es wirklich so kommen könnte. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, La taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi burujan wa anha. Die Stunde wird nicht eintreten, ehe es im Land der Araber wieder Auen und Flüsse geben wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist sehr interessant, er sagt hier, wieder geben wird. Also mit anderen Worten, die arabische Halbinsel war schon einmal grün gewesen. Und laut einigen zumindest Berichten, die ich gelesen habe, soll es wirklich auch wissenschaftliche Studien geben, die belegen, dass die arabische Halbinsel früher auch wirklich grün gewesen ist.
Und das wahrscheinlich mit dem Klimawandel auch es wieder dort zu stärkerem Regenfall kommen soll, sodass die arabische Halbinsel wieder zu einer grünen Wiese wird, wie sie einmal gewesen war. Dass es natürlich schon viele grüne Orte in Saudi-Arabien gibt, gar keine Frage. Ja? Aber dass es wirklich eine Insel ist, die komplett grün ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschrieben hat, das ist noch nicht eingetreten. Darauf haben wir noch zu warten. Aber wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wird das auch geschehen. Es gibt eine längere Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg nach Tabuk gewesen ist. Und ich will jetzt die gesamte Überlieferung nicht vorlesen, weil das würde jetzt auch zu viel Zeit nehmen. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann zu Mu'az sagte, zu Mu'az ibn Jabal, solltest du eines Tages, solltest du ein langes Leben haben, wirst du sehen, wie sich Wiesen in dieser Gegend ausbreiten. Und er meinte damit Tabuk. Und heutzutage ja, finden wir in Tabuk wirklich auch viele Gärten, viele Wesen. Ja, es ist eine Stadt im Norden der arabischen Halbinsel, ja, in Saudi, im heutigen Saudi-Arabien, ja, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hatte. Kommen wir inshallah ta'ala zu dem letzten Zeichen, was wir heute besprechen wollen. Man, das ist ein Scheide, wir haben das Zeichen, Alhamdulillah. Und zwar spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam über drei Arten von Fitna, die eintreten werden, die wahrscheinlich so noch nicht eingetreten sind. Und zwar Fitnat al-Ahlas und Fitnat al-Sarra und al-Fitna al-Dahima. Okay, was ist das? Gucken wir uns einfach mal inshallah ta'ala diese Überlieferung an. Und zwar wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie es Abdullah ibn Umar sagte, wir saßen in der Gesellschaft des gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam. Und er setzte uns über Heimsuchungen, also über Fitnen in Kenntnis, über Prüfungen vor dem jüngsten Tag. Er redete lange über sie, bis er die Fitne al-Ahlas erwähnte. Jemand fragte, o Gesandter Allahs, was ist die Fitne al-Ahlas? Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Menschen werden fliehen und dabei ihr Hab und Gut und ihre Familien verlieren. Hiernach, also das ist diese Fitne. Was heißt Al-Ahlas? Al-Ahlas ist der Plural von Hils. Und Hils ist eine Art Auflage, die auf den Rücken eines Kamels unter dem Holzsattel gelegt wird. Diese Auflage bleibt zu jeder Zeit auf dem Kamel. Und das ist dann auch diese Bedeutung, dass es sich hierbei um eine Fitne handelt, die andauernd ist. Und langanhaltend ist und die sehr, sehr schwer ist, weil es nämlich auch das Kamel belastet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, in dieser Fitne, ja, werden die Menschen fliehen und dabei ihr Hab und Gut und ihre Familien verlieren. Könnte man auf viele Sachen beziehen. Ja? Aber wahrscheinlich handelt es sich um eine Sache, die so eindeutig sein wird, dass die Leute konkret wissen werden, dass es sich hierbei um die sogenannte Fitne al-Ahlas handelt. Dann spricht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Fitne al-Sarra. Hiernach wird die Fitne al-Sarra eintreffen. Was ist al-Sarra? Was bedeutet al-Sarra? Al-Sarra ist etwas Schönes. Etwas, was mit Luxus zu tun hat und Leichtigkeit einhergeht. Und hierbei handelt es sich um eine Versuchung, wo die Menschen viel haben werden, aber es ist in Wirklichkeit eine Heimsuchung für sie. Sie wird unter den Füßen eines Mannes aus meiner Familie ausgelöst. Irgendjemand, der behauptet, er würde zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehören. Der behaupten wird, dass er zu mir gehört, jedoch gehört er nicht zu mir, denn meine Freunde sind die Gottesfürchtigen. Dieser Satz ist unglaublich wichtig. Und zwar ist das jemand, der wahrscheinlich wirklich abstammt vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, irgendein Herrscher. Der vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam abstammt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, er stammt nicht wirklich von mir ab. Sondern diejenigen, die von mir abstammen, sind die Gottesfürchtigen. Was will der Prophet damit sagen? Was versteht ihr darunter?
Also eigentlich stammt er ab vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber der Prophet sagt, er stammt nicht wirklich von mir ab, sondern diejenigen, die von mir abstammen, sind die Gottesfürchtigen. Was könnte damit gemeint sein? Ja? Genau, also jemand, der den Islam nicht praktiziert, selbst wenn er ein Verwandter, ein Blutsverwandter, also ein weiter Nachkommen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam sein sollte, gehört nicht wirklich zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt viele Menschen, die sich darauf ausruhen, dass sie aus einer edlen, gelehrten Familie stammen. Oder sogar ein Scharif, das heißt jemand, der vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam stammt. Und die ruhen sich darauf aus, sie denken so, oh, das ist natürlich was Besonderes. Keine Frage. Aber reicht das aus? Ich meine, Abu Lahab war der Onkel des Propheten, hat ihm das was gebracht? Hat ihm nichts gebracht. Ja? Obwohl er der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihm das nichts gebracht, dass er mit ihm zu fahren ist. Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Ich kann mich nicht auf den Taten anderer ausruhen, sondern ich muss selbst etwas tun. Und die wahren Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wirklich zu ihm gehören, das sind die Menschen, welche seinen Weg befolgen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seiner Tochter Fatima: O Fatima, handle, i'mali, streng es an. Warum? فَإِنِّي لَأُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Weil ich kann dir bei Allah Ta'ala nicht helfen. Es kommt auf deine eigenen Gedanken. Selbst wenn du die Tochter des Propheten bist, sallallahu alaihi wa sallam, ich kann dir nicht helfen. Als Nuh alaihi wa sallam. In das Schiff, in die Arche gestiegen ist. War seine Familie bei ihm, er hat aber gefehlt. Zwei Menschen haben gefehlt. Von seiner Familie. Ja? Sein Sohn und seine Frau. Schaut mal, die engsten Menschen. Er hatte vier Söhne gehabt. Einer von seinen vier Söhnen glaubte nicht an, dass er Prophet ist. Und als er dann im Schiff war und er sah seinen Sohn, der versuchte sich auf einen Berg zu retten, als die Wassermassen aus der Erde geschossen kam. Und der Koran schreibt es ja mit dem Wort Mutharatan Nuh. Und der Ofen kam zum Überlaufen. Also die Erde erhitzte sich und das Wasser kam aus der Erde geschossen, wie als würde Wasser in einem Kochtopf anfangen zu kochen und plötzlich sozusagen brodelt es. Oder wie bei einem Vulkanausbruch, wo plötzlich Lava aus der Erde geschossen kommt. Und bei der Sintflut kam alles ganz plötzlich. Und der Sohn von Nuh, alaihi salam, er versuchte sich zu retten. Und Nuh sagte, oh mein Sohn, komm, fahr mit uns, steig ein. Aber er sagte, ich werde auf einen Berg steigen. Ja, Simon, der mich vor dem Wasser schützen will. Und dann ist er ertrunken. Und Nuh alaihi salam, nachdem sie dann wieder auf dem Judi gelandet sind und das Schiff dann wieder auf Land war, machte er ein Dua. Und er sagte, ja Allah, mein Sohn, ja, das ist mein Sohn. Und du hast mir etwas versprochen, dass meine Familie gerettet wird. Und was antwortet dir jetzt Allah? Er sagte, mein Sohn gehört zu meiner Familie. Inna bini min ahli. Mein Sohn gehört zu deiner Familie und du hast versprochen und dein Versprechen wird immer eingehalten. Was antwortet da Allah? Innahu laysa min ahlik. Innahu amalu ghayru salih. Guck mal, er gehört nicht zu deiner Familie. Sondern das, was er gemacht hat, ist eine nicht rechtschaffene Tat. Subhanallah. Der Sohn eines Propheten. Der Vater, obwohl der Prophet es gar nicht hätte. Super. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Ich kann mich nicht auf den Taten anderer ausruhen. Ich bin eigenverantwortlich für das, was ich tue. Und das Einzige, was mich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam am jüngsten Tag nahe bringen wird, ist was? Ist meine gute Tat. Und deswegen, wer sind die Menschen, die am jüngsten Tag beim Propheten am nächsten sein werden? Das sind diejenigen, die den besten Tag da haben. Menschen, die wirklich aufrichtig waren in ihrem Iman. Das sind die Menschen, die bei ihm sein werden, sallallahu alaihi wa sallam, und in der Nähe seines Paradiesgartens sein werden. Und jetzt spricht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam
über diese sogenannte Fitnat as-Sabra. Und er sagt, der behaupten wird, dass er zu mir gehört, jedoch gehört er nicht zu mir, denn meine Freunde sind die Gottesfürchtigen. Alsdann werden sich die Menschen unter der Flagge eines Mannes versammeln, der wie ein Hüftknochen auf einer Rippe ist. Das heißt, haltlos und unbeständig. Darauf folgt eine gewaltige Prüfung, die niemand aus dieser Umme auslassen wird. Die niemanden aus dieser Umme auslassen wird. Und jedem einen Schlag versetzt. Wenn die Rede davon ist, dass sie vorüber sei, wird sie verlängern. Und ein Mann wird am Morgen ein Ungläubiger sein und am Abend ein Ungläubiger, bis sich die Menschen in zwei Lager aufgeteilt haben. Also, kommen wir zu der dritten Prüfung. Und die dritte Prüfung ist eine Prüfung, wo die Menschen irgendwann einmal denken, sie sei vorbei. Und in dem Moment, wo sie denken, sie sei vorbei, geht sie noch weiter. Sie will kein Ende haben, diese Prüfung. Sie denken, jetzt kommt die Veränderung, aber es kommt keine Veränderung. Und das wird so schlimm sein für die Menschen, dass viele vom Glauben abfallen werden. Viele werden schwach. Viele verlieren das Vertrauen in Allah. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Sie wird jedem einen Schlag versetzen. Wenn die Rede davon ist, dass sie vorüber sei, wird sie verlängern. Und ein Mann wird am Morgen ein Gläubiger sein und am Abend ein Ungläubiger, bis sich die Menschen in zwei Lager aufteilen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ein Lager des Glaubens, in dem es keine Heuchelei geben wird. Und ein Lager der Heuchelei, in dem es keinen Glauben geben wird. Wenn dies geschieht, erwartet den Dajjal am gleichen Tag oder jeden darauf folgenden. La ilaha illallah. Wallah, als ich heute diese Überlieferung mal gelesen habe, habe ich Angst bekommen. Ich habe wirklich Angst bekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist schon ein Teil von der Zeit, in der wir leben. Wahrscheinlich nicht diese Zeit, aber so ein bisschen. Man denkt immer wieder, jetzt gibt es Veränderungen. Ich kann mich sehr gut erinnern an den arabischen Frühling 2015. Oder, ja, nee, 2000 war das schon länger. Wann war der arabische Frühling? Wann hat er angefangen? Das war die Flüchtlingswelle 2015. 2012, 13, irgendwie so. Guck mal, was? 11! Boah, 11 Jahre schon her. Allahu Akbar. Unglaublich. Ich kann mich noch sehr erinnern. Das war, mein Vater ist, er ist verstorben 2011, Januar. Kurz darauf hat er noch vielleicht, oh, jetzt ist gut, jetzt bin ich gefreut. Er hat wirklich gut, dass er sich verändert hat. Weil das, was danach kam, war auch schlimm gewesen. Super. Und ich kann mich erinnern, die Hoffnung, die wir hatten. Ne? Könnt ihr euch erinnern? Also ich weiß nicht, also ich kann mich sehr gut erinnern daran, subhanallah, was für eine Hoffnung wir hatten, endlich Veränderung. Ja, erstmal in Tunesien, dann in Ägypten, Präsidentschaftswahlen, ja, das ist ja mashallah, Mohammed Mursi, ein praktizierender Präsident. Ja, jetzt wird sich vieles verändern. Und dann hat sich nichts verändert. Und du hast wirklich gemerkt, viele Menschen haben den Glauben verloren. Viele Menschen haben die Hoffnung verloren. Wallah, viele. Der Ilhad, der Atheismus, hat sich sehr stark verbreitet unter den Muslimen. Sehr stark, unglaublich. Du hast es richtig gemerkt. Weil die Menschen dachten, ah, jetzt kommt endlich eine Veränderung. Das kann doch stimmen. Und dieser Hadith Subhanallah, der erinnert mich so ein bisschen also an unsere jetzige Situation. Sie jetzt ist, glaube ich nicht, aber ob das wirklich der Hadith ist, glaube ich nicht, aber es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, Ausdauer zu haben. Nicht aufzugeben. Nicht die Hoffnung zu verlieren in die Barmherzigkeit Allahs, in das Versprechen Allahs. Die Veränderung vom Kopf, wo sie dauert manchmal. Vielleicht erleben wir sie nicht, werden wir sie nicht miterleben. Vielleicht. Allahu Akbar. Vielleicht wird es alles noch schlimmer werden. Ich meine, wir stehen jetzt hier vor einem Krieg in Europa. Kriegen wir mit, ein paar hundert Kilometer von uns entfernt, beim Bombenkrater. Die Ukraine ist nicht weit. Zwischen uns und der Ukraine ist nur Polen. Und wir sind an der Grenze zu Polen, zu Panama. Wir sind an der Grenze zu Polen. Achso, übrigens, eine Schwester hat mich heute angeschrieben. Und sie meinte, dass man auch, ich weiß nicht genau wo, aber man kann auch jetzt Flüchtlingen helfen. Ich hätte ihr auch versprochen, das zu sagen. Also falls es Leute gibt, die helfen wollen oder auch spenden wollen, Anziehsachen oder ähnliches. Ich gucke nochmal ganz genau, wo das ist. Mir hier ist das geschrieben heute. Kann man sehr, sehr gerne auch helfen und Flüchtlinge empfangen. Und man kann auch gerne Sachspenden machen. Gerne Sachspenden machen, aber ich muss nur herausfinden, wo war diese Nachricht von ihr, damit, falls jemand Interesse haben sollte, dort zu helfen, dann kann sie das dann auch gerne tun, inshallah. Ah ja, hier ist das. Nee, ist nicht hier. Jetzt finde ich die Nachricht nicht.
Komischerweise. Ach hier, genau. Und zwar, wo hat sie geschrieben? Ich, Arrival Support Berlin, vielleicht kann man das hier mal raussuchen, dass ich das nachher mal ansagen kann. Irgendwie kann man, auch wenn man möchte, inshallah, alle den Flüchtlingen, die jetzt gerade ankommen, auch helfen. Inshallah, ist auch sehr schön, wenn einige von euch Zeit haben und die Möglichkeit haben, ja, dass wir auch als Muslime, inshallah, uns daran beteiligen. Aber wichtig ist einmal, subhanallah, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Man muss aufpassen. Weil es gibt viele Menschen, die jetzt sagen, ja schau mal, wo ist die Veränderung, wo kommt der Rasulullah, wo kommen all diese Dinge? Und fangen an, schwach zu werden in ihrem Iman. Viele Jugendliche werden ungeduldig, sagen, ach, lass mich mit der Religion in Ruhe. Und die Menschen werden sich spalten in zwei Gruppen. Einmal Menschen einlagern von Menschen, die wirklich gefestigt sind in ihrem Iman und an denen es keinen Heuchler geben wird. Und Einlage der Heuchelei, in denen es keinen Glauben geben wird. Und in dieser Zeit kommt der Dajjal. Das ist genau die richtige Zeit. Möge Allah alles bewahren. Wir werden natürlich über den Dajjal noch sehr ausführlich sprechen. Ja, sehr ausführlich sprechen und auch vieles lernen, inshallah ta'ala. Ja, aber wir sehen, ja, wir kommen ja schon zu Zeichen, die wirklich kurz vor dem jüngsten Tag sind. Kurz vor dem großen Zeichen. Und mit dem großen Zeichen beginnt ja auch dann langsam der jüngste.